Hallo und guten Morgen, mein Name ist Doc Stanroth und neben mir begrüße ich. Meliodas, hallo zusammen. Ja, schön, dass wir zusammen dieses Video aufnehmen, denn es gibt auch einen Anlass dazu. Wir haben nämlich eine Einsendung bei The Joecraft gemacht von unserem Luftschiff der Prima Vista. Das haben wir beiden zusammen gebaut und deswegen stellen wir euch das zusammen vor, denn wir denken, dass The Joecraft das ein oder andere Geheimnis vielleicht gar nicht gefunden hat. So, wollen wir das Schiff mal erkunden? Ja, gehen wir los. Du Super. zeigst mir zuerst das, was du gemacht hast. Und in einem zweiten Teil zeige ich, was ich gemacht habe. Genau, das Video werden wir dann in der Beschreibung verlinken, wo es zu deinen Sachen geht. Aber komm doch mal mit, wir gehen mal einmal raus und schauen uns das Schiff mal von außen an. So, und hier können wir einfach rausfliegen und machen eine kleine Tour um das Schiff. Das ist sie, die Prima Vista. Ja. Bisschen besseren Abstand einmal gewinnen. So, da ist das Luftschiff, die Prima Vista. Ihr seht auch, das hier ist der Original-Server, auf dem wir das Ganze gebaut haben. Und wir landen einmal mal hier oben auf dem Gang. Denn hier haben wir das erste Teil, das auf meinen Mist gewachsen ist. Hier haben wir ein kleines Cockpit, das wir gebaut haben. Und da gibt es ein kleines Geheimnis, nämlich diesen Hebel, wahlweise den Knopf. Und jetzt beobachtet mal die rote Drohne da oben. Achtung, Hebel. Es hat geblinkt. Und noch einmal. Und das Gut, ist. ich drück mal und du kannst es besser Oh zeigen. ja, drück Gut. du mal. Und Action. Ja. Jawohl. Und nochmal. Ja. Aua. Und ihr Okay. seht. Und ich wollte zeigen. Das war echt doof. Aber ihr seht, hier ist überhaupt keine Verbindung zum Schiff. Das ist reines WLAN. Ich habe da übrigens ein Video gemacht dazu mal auf dem i verlinkt, falls euch die Technik interessiert. So, wollen wir uns weitere Sachen angucken? Ja. Dann haben wir noch ein Lager. Dann kommen wir mit ins Lager runter. Anna, hier. Rein, nicht runter, rein, hier. Rein, rein. So. Genau, hier ist das Lager und da kann man sich Sachen rausnehmen. Man kann aber auch Sachen reingeben. Also hier kann ich in diese Kiste alles Mögliche reinlegen. Fackeln zum Beispiel, das wird automatisch wegsortiert. Endertruhe ist natürlich nur für den eigenen Stuff gemacht, um da Zugriff zu haben. Aber hier dieses Ding, dieser Trichter, da kann ich dann zum Beispiel ja Weizenkörner oder anderes Gemüse einlegen, das dann kompostiert wird. Dann kommt da Knochenmehl raus. Also das kann ich auch hier dann direkt eingeben. Und ich habe hier zwei Seiten im Prinzip vom Lager. Die linke Seite, die ja, sortiert erstmal alle normal stapelbaren Items, wie ihr das kennt, mit dem Item-Sortiersystem. Ja, das kommt dann bis hierhin, um die Ecke, ist dann alles da. Teilweise sogar in verschiedenen Items in zwei Kisten übereinander. Und jetzt kommen wir auf der rechten Seite nämlich zu speziellen Lagern, nämlich hier ein Item-Lager für spezielle Dinge, die ja nicht stapelbar sind. Hier zum Beispiel werden Boote einsortiert oder hier Scheren und Feuerzeuge nur in diese Kiste. Hier dann so ein Überlauf, der Rest, aber auch alles nicht stapelbare Items, die hier auflaufen. Haben wir eigentlich Wasser? Nee, Wasser und Lava haben wir nicht getrennt, ne? Nein. Nee, aber hier haben wir dann ein weiteres Lager. Erstmal natürlich auch Platz für manuelles Entlagern, aber
Hier haben wir auch Kisten, die ja ein Multi-Item-Sortierer sind. Das heißt, wir können hier Fächer definieren, indem wir sie belegen halt mit ja zum Beispiel einem Seerosenblatt. Und jetzt immer, wenn ein Seerosenblatt hier ankommt, wird das hier dazugepackt. Und das ist ganz cool, weil man hat ja nicht von allen Gegenständen immer so viele. Und gerade in so einem Luftschiff ist auch wenig Platz. Und da ja, ist das ganz schön praktisch, mit so einem Multi-Item-Lager das automatisch wegzusortieren, ne? Genau, und hier ist dann der Überlauf. Der sollte eigentlich hier die Lampe anmachen, wenn er voll ist. Hier werden noch extra Tränke aussortiert. Die landen dann direkt hier. Tränke ist ja auch dein Thema. Du hast ja auch einen Trankshop gebaut auf dem Server. Aber das schauen wir heute nicht an. Nein, nein. Genau, wenn ihr euch für Servertouren interessiert, einfach bei Mel vorbeischauen. Der hat da einiges schon gemacht, einiges schon gezeigt. Und da kommt bestimmt noch was. Und hier kommen leere Schalkerboxen an, denn ich kann auch hier Schalkerboxen einlegen in das Lager und das wird direkt entleert und wegsortiert und die leere Schalkerbox, die kommt dann hier wieder an. Und du musst noch mal kurz erzählen, du hast nämlich eine Ergänzung gemacht, hier der Überschuss und der Schredder. Ja, weil wir auf der linken Seite haben wir Items, die direkt von den Farmen kommen. Also wir haben Farmen hier auf dem Schiff, ja, ganz viele. Und ja, wenn halt jetzt wie zum Beispiel bei den Melonen, die volllaufen, würde es ja rein theoretisch ja durchlaufen bis hier bei der Überschusskiste. Aber dann würde es früher oder später das ganze Lager zustopfen. Genau, läuft das voll, ja. Werden einfach zum Beispiel explizit Melonen abgegriffen und direkt zum Schredder geleitet. Natürlich auch zuerst eine Pufferkiste, falls man zur Not, bevor es verbrannt wird, noch eingreifen kann. Und dann geht es zum Schredder und man hat hier noch eine zweite zum Schredder, wo man direkt zum Beispiel etwas reinschmeißen kann, was direkt geschreddert werden muss. Ja, man hat was man auch definitiv nicht mehr braucht, dann weg zum Schredder. So. Genau, dann so wird das Puffstein oder so. Keiner braucht. Genau. Ja, cool. Genau, aber diese Technik, da gibt es nämlich noch auch ein kleines Geheimnis hier in diesem Raum, nämlich unsere, ich nenne sie mal Jeffreys Röhre, ja. Wenn man hier nämlich hochklettert, gibt es hier zwischen unseren Köpfen eine kleine Geheimtür. Hier ist unsere Multi-Werkstation, auch eigentlich ganz praktisch. Und dann kann man hier in die Jeffreys Röhre hoch, man kann übrigens auch runter, da kommt man in der Küche an, in unserer Privatküche. Und hier ist man dann oberhalb von einem Sortiersystem und kann dann zum Beispiel hier runter einmal laufen und sich das Sortiersystem angucken, eingreifen. Das ist natürlich im Überlebensmodus ein bisschen schwieriger. Und ein bisschen stolz bin ich hier auf diesen Teil. Da ist nämlich ein Rüstungssortierer. Wenn ich Rüstung einwerfe, werden die hier in dieses System eingespeist. Beziehungsweise auch mit anderen vorher noch nicht aussortierten Items praktisch getrennt, also rausgefiltert. Nur Rüstung kommt dann bei uns in unserem Wohnbereich, wo wir gestartet sind, an. Und das ist ein ziemlich cooles System. Habe ich übrigens auch ein Tutorial gemacht, auch auf dem i verlinkt. Werbeblock beendet. Werbung ist immer gut. Richtig. Übrigens auch zu allen Lagersachen habe ich ganz viel gemacht. Ne? Multi-Item-Lager. Jetzt auch ein Lager. Ich habe übrigens jetzt ja ein Video gemacht zu einem sehr praktischen, einfachen System mit den Hilfsgeistern, mit den, wie heißen die Dinger? LAs. LAs, ja, ich hab's gesehen, ist genial. Das ist eine so super Vereinfachung. Und mal wieder runter, wir müssen uns noch mehr angucken. Nicht verpassen. Nein, nein. Klappe zu. Und dann gehen wir wieder raus und gucken mal weiter. Was wollten wir uns jetzt noch mal angucken? Die Villager. Die Villager, richtig. Einmal die Etage runter, bitte. Dann kommen wir hier an. Alles ist sehr kompakt. Und hier haben wir in dem Bereich, das ist einer der ersten Bereiche, die auch entstanden sind hier im Schiff. Unser Bereich, wo die Villager unsere Trading-Station haben. Da haben wir wirklich alles, was man braucht. Viele Sachen brauchen wir auch nicht. Ja, und die kann man sich hier dann kaufen bei den Villagern. Und wir haben hier natürlich auch Farmer, bei denen man ja Melonen und Kürbisse eintauschen kann gegen Smaragde. Und dafür haben wir eine besondere Technik hier eingeführt. Nämlich hier diese Kiste, die ist ziemlich cool. Hier sind nämlich immer Melonenscheiben, Kürbisse drin. Und dann kann ich mir die rausnehmen und zum Traden gehen. Ich kann aber was anderes machen. Ich kann einfach hier auch Sachen reinlegen. Zum Beispiel habe ich jetzt Smaragde ertradet. Die gebe ich hier ein. Auch Sachen, die ich nicht brauche, Knochenmehl. Dann drücke ich den Knopf. Die fährt jetzt zum Lager. Das wird automatisch da einsortiert. Und von oben kommt eine neue, frische Kiste direkt aus dem Lager mit allerlei schönen Sachen zum Weitertauschen. Cool, oder?
Mega cool. Ja, und so hast du alles halt einfach dabei, wo du es halt wirklich brauchst. Ne? Das ist uns ätzend mit der Anbindung zum Lager. Genau. Und ja. Die Wildschar, die kann man natürlich auch hier versenken. Dann kommt der Zombie und verkloppt die. Das wollen wir mal nicht tun. Und kann man die dann auch eben wieder heilen, sodass wir auch günstige Trades kriegen hier. Ja. Genau, das ist das System. Wunderbar. Und was wollen wir jetzt angucken? Ich glaube, wir sind durch für die erste Hälfte. Ja, wir wollten uns den Sonnenschirm angucken hier, ne? Den habe ich auch gebaut. Ja. Ich stelle mich mal hier auf meine Liege und warte mal darauf, dass du zum Verabschieden kommst. Da kommt er. So schnell bin ich nicht. Ja, und dieses Video ist zweigeteilt. Wenn euch das hier schon gefallen hat, dann schaut direkt bei Meliodas vorbei. Ich werde das einem Abspann verlinken, beziehungsweise in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns gleich wieder auf Mel, ihm seinen Kanal. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.